Stattlich ragt sie schon gen Himmel, die Kuppel des neuen Theaterzells oder besser gesagt des mobilen Stadttheaters. Denn mit einem zweckmäßigen Zirkuszelt hat das Theater nicht zuletzt durch die klassisch gestaltete Planenbespannung eher wenig zu tun. Und auch wenn es de facto eines ist, provisorisch ist hier rein gar nichts. Die seit Jahren erprobte Interimsspielstätte ist nicht nur statisch und gerüstlich hochwertig konstruiert. Im Wesentlichen ist jetzt der Innenausbau, den man sieht ja, der noch fertigzustellen ist, dann mit der Elektrifizierung und der Technik, die dazukommt, und dann die Containeranlage haben wir noch aufzustellen. Seit dem Baubeginn Mitte November hat sich einiges getan. Bei den Zeltanlagen sind die Bauarbeiten mittlerweile im Endstadium. Dazu gehören das Magazinzelt, das für die Lagerung genutzt wird, die separate Probebühne, die ebenfalls als Zeltkonstruktion entsteht, sowie das Foyerzelt. Es führt die Besucher in die Theaterkuppel. Das Kernprojekt der Anlage. Einen klaren Vorteil zum Stadttheater sieht Projektleiter Binner in der Beinfreiheit und der Bühnenfläche. Dort sind die Bauarbeiten bereits zu 90% abgeschlossen. Wir haben auch relativ viele Einbauten, die dann also schon an ein Gebäude erinnern oder gleichwertig setzen, um einfach diese Konzeption für einen Ganzjahresbetrieb umsetzen zu können und eben auf diese Gegebenheiten vom Stadttheater Rücksicht zu nehmen. Dort kommt der Verwaltungstrakt unter. Die Hauptarbeiten, für die die Firma Tent Event zuständig ist, werden voraussichtlich Ende April beendet. Für anschließende kleinere Innenausbauten wurden zusätzliche Firmen beauftragt. Am 13. Juni ist vorgesehen, dass der Probebetrieb einmal stattfindet. Und dann ist ohnehin Theaterpause, wird die eine oder andere Sache noch ergänzt werden müssen, sicherlich auch. Das muss man jetzt dann einmal im Betrieb dann einmal sehen, wo noch Handlungsbedarf gegeben ist. Und endgültig geht es dann nach der Sommerpause los, sprich im September, dass dann dieser Standort als Interimslösung für die nächsten Jahre genutzt wird. Bisweilen trifft man im Stadttheater schon die ersten Umzugsvorbereitungen. Zu diesem Zweck wird am Samstag ab 13 Uhr ein Requisitenflohmarkt im Foyer des Theaters veranstaltet. Wir haben oben einen riesen Requisitenfundus, das ist ein riesengroßer Raum und wir müssen den mindestens um die Hälfte reduzieren. Deswegen haben wir da schon sehr viel ausgeräumt, es ist schon sehr viel in Umzugskartons drin und dann eben ein kleiner Teil jetzt beim Flohmarkt dabei. Wir hoffen, dass da viel weggeht, vielleicht gibt es auch nochmal einen zweiten Flohmarkt, wenn der gut gelaufen ist. Zum Schnäppchenpreis können sich hier alle Theaterfreunde ein bisschen Theaterkultur nach Hause holen. Von Geschirr über Bücher und Bilder bis hin zu so manch außergewöhnlichem Einzelstück. Und damit die Sanierung des Stadttheaters unterstützen.